Ist das dann so, dass die Bürger befürchten müssen, dass man in Einzelwerte wie Tesla oder Meta investiert? Ist das nicht zu riskant? Es wird so sein, dass der Staat für die gesetzliche Rente insgesamt Kapital anlegt. Es ist nicht nur ein einzelnes Unternehmen, eine einzelne Aktie. Es ist nicht nur Aktie, sondern auch Anleihen. Es ist nicht nur Euro, sondern andere Währungen. Es ist nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt. Das heißt, man spricht von einer Streuung. Wenn man die Anlage sehr streut, dann streut sich auch das Risiko, weil ein Unternehmen kann auch mal scheitern, aber alle Unternehmen, die ganze Wirtschaft auf der ganzen Welt in den nächsten Jahrzehnten, das passiert nicht.